Ah, okay, jetzt schiebt er das Ding jetzt da weg. Schwanz da weg. Jetzt klemme ich den ein. So. Warte auf mir. Bäh. So. Volle Kraft voraus. Oh nein, da ist ja noch ein Speer drin. Oh nein. Du musst weg. Mistige Mistrüstung, ne? So, weiter. So, jetzt aber weiter. Genug Streicheinheiten. Ja. Willst du nicht? Ich finde auch schon, dass du solltest. Aha. Muss man immer brav bitte bitte sagen hier. Es ist doch nicht wahr. Okay. Aber irgendwie will er auch nicht so richtig vorangehen, ne? Und hier ist es ziemlich dunkel und düster. Und voller Gefahren. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin anscheinend darunter gefallen, wo es vorher was zu essen gab. Och komm. Mein Fazit, Augen auf, hier gibt's Löcher. Jetzt, wenn man halt drauf achtet, sieht man die auch. Okay, und jetzt? Da hoch. Warum bist du denn so leise? Na, komm her. Bedrohliches Tier mit Scheinwerferaugen. Das ist Nachtsicht, Mammut. Ja, meinetwegen auch das. So. Wir zwei. Wir müssen jetzt da hochspringen. Ja gut, erstmal müssen wir in die Richtung halt hingehen. Und dann müssen wir hochspringen. Springen? Ja, da? Ja? Ja? Geht er doch wieder zurück, um da irgendwie hochzuspringen. Na also, war das jetzt so schwer? Ich frage ja nur. So. Kannst du da irgendwie drauf springen oder so? Oder muss ich da wieder per Schalter das irgendwo deaktivieren? Da ist auf jeden Fall wieder so ein Auge. Komm, spring mal ab hier. Vom Tier abzuspringen, ne? Halbe Qual. Halbe bis ganze Qual. Nee, hier gibt's keinen Schalter. Da musst du mal irgendwie was überlegen hier. Mach mal auf da.
Irgendwie. Ja, du startest das Ding an. Oder muss ich vielleicht irgendwo doch einen Hebel finden oder so? Spring dagegen. Mach's kaputt. Na, macht das was? Nö. Und wieder hänge ich fest. Aber hier gibt's nichts. Kannst du nicht mit deinen Pfoten irgendwie runterdrücken oder so? Doch. Vielleicht. Ja. Warum hat das denn so lange gedauert, bis du das machst? Da wird man doch verzweifelt im Kopf. So, nu? Irgendwer brüllt da rum. Das könnte unser anderer Gefährte sein. Der vielleicht nicht unser Gefährte ist. Ich sehe nichts. Ja, das haben wir ja vorhin schon mal gesehen. Okay. Und wo sollen wir jetzt hin? Probiere einfach mal mit ihm irgendwo hinzuspringen. Ich glaube, das bringt eher wenig. Obwohl, ja doch, es sieht zum Absprung bereit aus. Okay. Aber da oben ist halt dieses ätzende Auge, ne? Da wird wahrscheinlich von hier aus nicht weiter springen. Ich sehe schon, wir können da irgendwie auf ein Seil drauf. Das wir aber nicht kriegen. Ja. Ich bin halt gut. Wochentags. Na gut. Also geben wir nochmal Befehl zum Springen. Hier die Türme nicht auseinanderfallen, ne? Oder halt umkippen oder so. Schon fast ein Wunder. Ja, ja. Ja, ja. So. Okay. So sieht das doch schon eine Ecke besser aus als noch vorhin. Ja, dreh dich doch einfach mal um. Nein? So. So kannst du wesentlich besser balancieren auf dem Mist. Und dann mal schauen, wo wir hinkommen und wie wir dann diesen Augenspiegel da wegkriegen. Ja, ja, alles ohne Sache. Da kann man anscheinend über das Grünzeug dann wieder hochklettern. A la Legend of Zelda. Das gute alte Efeu hat schon manch einen Abenteurer geholfen, irgendwie irgendwo hochzukommen. Nicht da geradeaus wieder runterfallen. Das muss nicht sein. Okay, hier geht's nicht hoch. Aber da sehe ich schon wieder so ein, eine Kette und alles. Das ist bestimmt jetzt nicht so gewollt gewesen, aber es hat irgendwie funktioniert. Umdrehen. Und
ist auch jede Menge Efeu. Ich glaube, ich schaff's. Okay. Oh. Und nicht gut. Okay. Natürlich muss hier erstmal alles kaputt gehen. Damit uns auch niemand auf die Idee kommen könnte, irgendwie zu folgen auf denselben waghalsigen Weg. Aber wem muss er nicht sein? So. Ich bin da, wenn auch. Oh Gott. Ich würde sowas niemals machen, ne? So extrem hoch, so ein Efeu-Ranken hoch und sowas. Abgesehen davon, dass Efeu mich wahrscheinlich nicht aushalten würde. Ausgeht das Prinzip. So, und da kommen wir jetzt endlich zu dem Drecksspiegel. Der Spiegel daran hindert, irgendwie weiterzugehen. Dann können wir den da wieder runterschieben. Ich frage mich auch so ein bisschen, was waren das eins für Ruinen und wie sahen die mal ursprünglich aus und welchen Zweck dienten die und wer ist Paul? Dann geht es dann auch irgendwie über das Drahtseil nach da ganz hinten hin. Ah ne, ich glaube, das sind irgendwie Dornen oder sowas, die da im Weg sind, ne? Ja, da ist irgendwas Stacheliges, das mich daran hindern würde, dass das Seil nicht ganz knorke. Ah, na gut. Weg mit dem Spiegel. Ups. Okay. Ja, du machst das schon. Na, weg von der Kette, sonst klebst du da wieder dran. So, und zu ihm. Hat er mich. War easy. Okay. Du kannst mich jetzt loslassen. Vielen Dank. So. Und dann, keine Ahnung, lass mal den Turm hochklettern oder so. Ich weiß auch nicht. Du findest da bestimmt einen Weg. Sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Soll er da hochspringen? Er will richtig hoch hinaus. Was soll er mal machen, ne? Ich halte ihn nicht davon ab. Ja, nicht schwächeln hier. Ach nö, nicht schon wieder. Da ist nochmal so ein dicker, fetter Spiegel. Gut. Es wird schon. Irgendwie. Wenn ich da irgendwie hinkomme.
Ich schaff's hier irgendwie durch. Betonung auf irgendwie. Und sind wir fast da. Sind relativ einfach zu erreichen, der Spiegel. Nicht so wie manch anderer hier. So. Und weg damit. Oh nein. Och nö. Och nö, 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 nö. Schmecker. Das ist jetzt ein bisschen doof. Fängt er mich jetzt von unten auf oder wie? Okay. Wenn du sagst springen, dann springe ich. Okay, Springer! Ich bin irgendwie 5 Kilometer weit entfernt von ihm. Gefühlt. Nur Reaktionszeit wie eine Schlaftablette, aber es hat funktioniert. Okay. Oh nein! Er reißt auf einmal die Kapuze, die nicht vorhanden ist. Aber unsere Klamotten sehen aus wie immer. Da ist nichts gerissen. Puh. Okay. Danke, kleiner, großer Kumpel. So, jetzt wollen wir aber weiter. Ah, ja, schmeiß mich wieder runter! Nachdem du mich hier gerettet hast, schmeiß mich einmal wieder runter. Eine gute Idee.